Hallo, Bibi. Hallo, Flori. Bist du ganz alleine im Museum? Ja, montags ist doch für Besucher geschlossen. Und Herr Gierig, der Assistent des Direktors, hat sich krank gemeldet. Hast du alles gut abgeschlossen? Na klar. Wieso? Was hast du vor, Bibi? Na was wohl? Wir holen deine Schatzkarte zurück. Echt? Wie denn? Ich hexe uns zum Zelt. Ach, aber wir wissen doch gar nicht, wo das steht. Deshalb hexe ich uns ja dorthin. Dann wissen wir's. Bist du bereit? Ja, klar. Na dann, ene mene ohne Geld, wir beide jetzt zum Kartenzelt. Hex, hex! Wow. Wow. Wo sind wir? Keine Ahnung. Also ich würde sagen, Bibi und Florian sind in einer uralten, verfallenen Stadt gelandet. Irgendwo im Urwald Südamerikas, wie es scheint. Die Trümmersteine sind von ganz vielen Pflanzen überwuchert und mitten in diesen Ruinen steht ein Zelt. Übrigens ein ganz modernes, eines, das man heute überall kaufen kann. Bibi und Florian sehen hinein. Es ist leer. Aber die Karte war doch da, als du in die Hexenkugel geguckt hast. Vielleicht hat sie in der Zwischenzeit jemand genommen und ist damit losgezogen. Oh, auf Schatzsuche? Ganz bestimmt. Was will denn das süße Äffchen von uns? Es ist ganz aufgeregt. Was ist denn los? Ganz ruhig, mein Kleiner. Ich glaube, es will uns was zeigen. Sollen wir mit dir kommen? Ich glaube, das heißt ja. Na dann los, du kleiner Racker. Zeig uns, was dich so aufregt. Oh, sieh dir das an, Baby. Diese verfallene Stadt muss hunderte von Jahren alt sein. Und sie war riesig. Oh. Hier kann man sich leicht zwischen den Ruinen verirren. Da hat doch jemand gerufen. Ja, ich hab's auch gehört. Hallo! Ist das er? Ja! Wir kommen! Da hinten hüpft das Äffchen herum. Vor einem großen Urwaldbaum. Wow! Sieh mal in seine Krone. Oh, da ist ein Baumhaus. Tatsächlich. Das Äffchen hüpft vor einem besonders hohen Baum auf und ab, in dessen Krone ein Baumhaus gebaut ist. An der Türöffnung steht ein Mädchen und winkt von oben herunter. Ah, ich sehe schon warum. Die Leiter ist umgefallen, deshalb kann sie nicht mehr herunterkommen. Florian und Bibi packen gemeinsam an und stellen die Leiter wieder an den Eingang des Baumhauses.